Hallo meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV, mein Name ist Maverick Berlin zu Tag 11 der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Heute steht Gruppe C und Gruppe D auf dem Programm, dritter Spieltag, wird entschieden, welche Teams noch weiterkommen. In der Gruppe C können noch alle durchkommen und in der Gruppe D ist Frankreich schon durch, da geht es noch um einen einzigen Platz, ja. Starten wir also mit der 16 Uhr, würde ich mal sagen, mit der 16 Uhr Gruppe D. Da gehen beide Partien um 16 Uhr los und dann haben wir Australien gegen Dänemark. Und man muss sagen, Australien hat schon ein bisschen überrascht mit dem Ergebnis gegen Tunesien, 1-0 gewonnen. Gegen Frankreich sind sie unter die Räder gekommen, Dänemark 0-0, dann ein stabiles Spiel gegen Frankreich, 2-1 verloren. Und meiner Meinung nach wird Dänemark das hier ganz klar und deutlich gegen Australien machen. 2-0 Dänemark, Sieg gegen Australien. Für mich ist das die 1,50er Quote auf Dänemark. Handicap 1,02 auf Dänemark mit einer 2,30er. Da ist die Qualität bei Dänemark um einiges besser und stärker als bei Australien. Dann sind wir bei Tunesien gegen Frankreich und hier müssen wir eins bedenken. Frankreich ist durch, sie werden rotieren. Da werden 6, 7, vielleicht auch die ganze Mannschaft andere Spieler spielen. Und das wird zu Fehlern führen, in der Abwehr auch. Und Tunesien noch mit der vollen Besetzung jetzt volle Kante drauf, ja, auf Sieg. Und ich glaube, das wird am Ende ein Unentschieden mit Toren. 1-1, gegebenenfalls ein 2-2. Beide Treffen ist eine Zweierquote. In dieser Konstellation kann man das anspielen, da ich denke, dass Frankreich Abwehr bei der Rotation doch bestimmt anfällig ist für ein Gegentor, auch gegen Tunesien, obwohl die noch nicht getroffen haben. Und ich denke auch, Frankreich muss nicht gewinnen, Kraft sparen und einfach ab ins Achtelfinale. Ne? Deswegen denke ich auch nicht, dass viele sagen auch so, die Reservemannschaft will sich da behaupten und so. Natürlich wollen die sich behaupten, aber das wird jetzt im ersten Spiel zusammengewürfelt. Das Team wird's nicht so leicht. Außer die spielen mit den Top-Leuten. Wenn natürlich Mbappé und alle spielen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer für Tunesien. Ich gehe vom 1-1 aus. Und sage hier X5er-Quote, das 2-0 Handicap 1 mit einer 1,75er auch sehr lukrativ. Dazu müsste Frankreich beispielsweise mit der B-Mannschaft 2-0 gewinnen oder 3-1. Ne? Wenn sie nur mit einem Tor gewinnen, da kommt schon die 1,75er. Aber beide Treffen ist eine Zweierquote, sehr stabil. Und dann kommen wir zur Gruppe C. Ne? Und das ist natürlich, die wichtigste Gruppe. Heute mit Saudi-Arabien gegen Mexiko. Und Saudi-Arabien hat schon sehr starkes Spiel gegen Argentinien gemacht. Die Möglichkeiten, die sie haben, unfassbaren Trainer, Motivator, der ist ein Psycho. Und auch gegen Polen haben sie streckenweise sehr, sehr gut gespielt. Es hätte 4-0 für Polen ausgehen können, aber es hätte auch ein 2-2 sein können. Mit Glück und Pech für Polen. Deswegen sind die Saudis richtig drauf. WM ist bei denen, ja, ob Katar, Saudi-Arabien, ist das Gleiche. Und Mexiko hat noch kein Tor, haben zwar 30 Minuten Druck gemacht gegen Argentinien, aber dann zweite Halbzeit doch nicht mehr viel zu sehen. Gegen Polen, Auftaktspiel ist immer so lala zu bewerten. Ich sage, Saudi-Arabien wird hier ganz klar machen, denn Mexiko muss mindestens 2-0 gewinnen. 2-0, 3-0 und die Saudis können abwarten, ne, können abwarten. Und werden das 1-0 machen. Und dann, wenn Mexiko ganz öffnet, wird Saudi-Arabien die eiskalt zerlegen. Ich sage Saudi-Arabien, Mexiko, klares 3-0. Ist eine 5er-Quote auf Saudi-Arabien geschenkt. 1x, eine 2,20er. Und so in die Richtung 1x würde ich bei diesem Spiel gehen. Ja? Weil ich einfach nicht denke, dass Mexiko hier Saudi-Arabien einfach locker wegfegt. Ja? Polen gegen Argentinien. Polen gegen Argentinien mit WM-Historie. 1974 hat Polen Argentinien 3-2 bei der Weltmeisterschaft besiegt. Mit zwei Grzegorz Lato-Toren und Scharmach ein Tor. Heute eine 8er-Quote auf Sieg und Freunde. Argentinien muss gewinnen. Polen reicht ein Unentschieden. Bedeutet, wenn die 0 steht hinten bei Polen. Bis jetzt hat noch kein Team gegen Polen getroffen. Ja? Und wenn sie bis zu 60., 65., 70. das verteidigen können, ja, dass Argentinien nicht durchkommt, muss Argentinien automatisch aufmachen. Die müssen alles nach vorne werfen und dann werden sich auch Kontergelegenheiten bieten, Freunde. Und wir haben vorne Leute, die wissen, wo das Tor steht. Ja? Und meiner Meinung nach wird das genauso kommen. Polen wird die Defensive der Husaren wird halten.
Wir werden die Null halten und am Ende werden wir die Argentinier eiskalt auskontern. 1-0 Lewandowski ist eine 8er-Quote auf Sieg Polen, 1x eine 2,75er. Lever-Tor 3,70er-Quote, unfassbar. Elfmeter kann immer kommen und Doppelpack-Lever ist sogar eine 16er-Quote. Ja? Bei beiden Partien hier empfehle ich einen starken Verdoppler. Handicap 2-0-1 Polen, dass sie niemals mit zwei Toren Differenz verlieren. Und das gleiche bei Saudi-Arabien. Handicap 2-0-1, dass Mexiko niemals mit zwei Toren gegen Saudi-Arabien gewinnt, ist einmal eine 1,52er, einmal eine 1,40er. Kann man auf einen Schein beide spielen. Ist besser als ein Verdoppler, Freunde. Stärker als ein Verdoppler. Ja? Sehr, sehr stark. Also gehen wir hier nochmal die Resultate durch. Polen, Argentinien 1-0, Saudi-Arabien, Mexiko 3-0, Australien, Dänemark 0-2, Tunesien, Frankreich 1-1. Und jetzt schauen wir nochmal kurz als Analyse von gestern. Ja, Ecuador hat unfassbar enttäuscht. Das, was sie gegen Holland gut gemacht haben, unfassbares Spiel gemacht haben, haben sie jetzt Costa Rica-mäßig richtig verspielt. Senegal, nach dem 1-1 Ecuador, dachte ich, Ecuador macht das jetzt, aber sofort der Gegenschlag wieder zu 2-1-Führung. Im Achtelfinale. Glückwunsch. Niederlande, Katar, nur minimalistisch mit einem 2-0. Also ein Wahrtreffer wurde da nicht gegeben, aber 2-0 gegen Katar für Holland. Holland ist nicht in dem Turnier so drauf, wie ich es davor gedacht hätte. Ja, dass sie da ums Halbfinale mitspielen. Natürlich kann jetzt auch Halbfinale drin sein, aber war momentan durchwachsen in der Gruppe. Ja, Iran gegen USA, ja, auch eine pure Enttäuschung, die Iraner, ne? Am Ende gewinnt USA das 1-0 minimalistisch und kommt eine Runde weiter. Ja, was soll man da sagen? Und Wales, England, das Einzige, was zutreffend war, ich habe 2-0 getippt, 3-0 war es am Ende. Auch mit der Rotation haben sie da mit Rashford und Foden richtig Bambule gemacht. Ne? Also verdient mit England ist zu errechnen. So, Freunde, das war die Analyse von gestern, die Prognose für heute. Ich bedanke mich für jeden Daumen hoch. Ich bedanke mich für jeden Kommentar. Checkt meine Telegram-Infogruppe. Kommt zur K.O.-Phase in meine VIP-Gruppe. Ne? Dort wird es heute richtig abgehen. Dort wird in der VIP-Gruppe heute richtig, richtig die Post abgehen. Ja? Denn ich bin live drinne ab 20 Uhr, auch schon 16 Uhr Partien, aber 20 Uhr Polenspiel. Junge, Junge, ich werde dort richtig, richtig drauf sein, Freunde. Ne? Also das, was die Gruppe heute dort erleben wird, ne? Ist unfassbar, weil heute ist auch so ein Ding, heute kann der Fernseher fliegen. Ne? Heute kann der Fernseher fliegen. Entweder aus Glück, ne? Einfach aus Euphorie, dass ich Fernseher aus Fenster werfe, oder halt aus purer Frustration und Enttäuschung, Freunde, wenn's da nicht so laufen sollte. Ne? So gesehen ist da heute Spannung liegt in der Luft, Freunde. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata macht die Geldschirmmaschine. Yeah! Das darf natürlich nicht fehlen, ne?